Sehr ähnlich an. Kannst du dir nicht auch vorstellen, dass du gerade durch den tiefen Schnee in der Nähe von einem See läufst? Der See ist schon zugefroren, nicht ganz richtig vor mir sehen. Die Eisfläche ist aber nicht geschlossen, in der Mitte vom See ist noch etwas frei. Langsam das Ufer entlang. Du gehst langsam das Ufer entlang. Und dann versuchst du zu testen, ob am Ufer das Eis bis zum Grund gefroren ist. Immerhin ist das Eis ja nicht sehr tief. Und selbst wenn das Eis zerbrechen würde, wäre es nicht schlimm. Doch bevor du auf die Eisfläche kommst, musst du erstmal dich durch diese hohen Grasbüschel, die da noch stehen, total verschneit sind, durchkämpfen. Das Gras an der Stelle ist sehr trocken. Gesamten Gewicht darauf stellen solltest.
es wird dir langsam etwas zu kalt, deswegen kämpfst du dich zurück durch das kleine Unterholz vor dem gefrorenen See und willst zurück auf den Weg. Ich hoffe, dir hat der kleine Ausflug in die Winterlandschaft an den See gefallen. Mir auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn du dich öfter mal bei mir blicken lässt. Dafür kannst du einfach auf Abo klicken. Wir sehen uns das nächste Mal.